Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Im letzten Part haben wir diesen doofen Quatsch hier gemacht. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich abhauen. Wir haben den Thors-Gürtel, also wir haben Thors-Gürtel gefunden. Und haben uns mit einiger blöden Sprüngen da rumgeplagt. Die wir jetzt hoffentlich nie wieder machen müssen. Okay, klar, das können wir jetzt ja wegschieben, stimmt. Damit wir weiterfahren können. Reicht das schon fürs Motorrad? Sieht recht eng aus. Na egal, wir gucken es mal an. So. Meine Fresse, lenkt doch ein bisschen. So, weiter geht's. Fahren wir einmal noch hoch. Das ist kein Ding vom... Also kein Schatz. Kein Schatzutensilie. Oder Vase, besser gesagt. Das ist ja Vasenutensilien, muss hier... Sind es ja... Irgendwie auch, aber war es halt ein genauer Begriff. Genau, wir fahren jetzt raus. Okay, das Ding ist jetzt auf. Das war vorher nicht so. Okay. Ich glaube, ich werde direkt durchfahren können, weil die Spinnen töten. Weil sie es halt verdient haben. Au. HP nehmen wir mit, ne? Warum nicht? Der Level ist gleich sowieso vorbei. Ich kann mal kurz gucken, wenn ich das sehe. Ich kann das Ding auch ausmachen. Das Licht, wie viel HP wir auch wirklich haben jetzt. Aber ich glaube, die werden halt wirklich resettet. Aber kann natürlich sein, dass unsere resettet wurden. Warum ist das Ding jetzt unten? Das war die ganze Zeit oben und jetzt fahre ich da lang. Warum ist es unten? Wir sollen damit rechnen. Ach. Ich meine, was ich hier tun soll, weiß ich. Aber es ist halt dumm, dass das einfach... Okay, vielleicht fährt immer eins davon runter und eins hoch. Das kann natürlich sein. Aber ich finde es trotzdem irgendwie nervig. Okay, wir haben auf jeden Fall weit länger gebraucht für Mexiko, als ich dachte. Ich glaube, das Projekt wird dann noch ein bisschen länger. Aber wir haben schon... zwei große Level fertig. Ist auch schon mal was. Immerhin sterben nicht mehr, wenn die Dinger betreten. Ich hätte das Relikt ja auch holen können, theoretisch. Aber es ist mir zu viel Arbeit. Da habe ich gar keinen Bock zu. Ach Mann, den Kopf haben wir... Stimmt, den haben wir ja aufgesammelt. Danke, Leo, dass du hier wieder festläufst. Also das... rechts unten, das Ding, das sieht aus, als würde ein Pfeil rauskommen. Da habe ich es nicht so Lust zu eigentlich. Okay, und jetzt? Das hätte ich nicht geschafft. Also ich tippe mal, dass hier noch Secrets wären. Sid, ich habe alles, um ihr Thors Hammer zu holen. Hast du bessere Koordinaten für mich? Ja, ich habe die Fotos vergrößert, die dein Dad von der Karte gemacht hat. Schickst du dir auf dein PDA? Dein anderes Problem. Ich habe sie noch nicht gefunden. Aber ich arbeite dran. Sid, ich melde mich mit Jan Mayan. Woher weißt du, dass wir nach Jan Mayan müssen? Weil er wollte es noch zuschicken. Also, er hat Photoshop geöffnet, die Karte vergrößert. Verständlich. Thors Hammer ist eine der mächtigsten Waffen der Mythologie. Stark genug, um während der letzten Schlacht der Ragnarök den unsterblichen Halbgott Jörmungandr zu töten. Aber ich suche keine Macht, sondern Antworten. Die Wahrheit hinter den Mythen, die diese alten Maschinen hervorbrachten. Schwere Schneeoutfit? Leichter Schneeoutfit. Eine schwere Schneeoutfit natürlich. Absolut nutzlos Waffen. Also, wir nehmen einfach Sturmgewehr. Also Betäubungswaffe sehe ich halt gar nicht. Wozu? Die MP fährt, es macht viel zu wenig Schaden. Natürlich, wir fahren hier Motorrad. Das Schiff auf dem Grund des Mittelmeers? Ja, genau das. Es gibt noch eines. Tisiphon liegt an der thailändischen Küste vor Anker. Die Böen wollen in den Resten, die du zurückgelassen hast. Gute Arbeit, Sid. Danke. Ruh dich ein bisschen aus. Ab hier übernehme ich. Wuhu.
Na klar. Ich habe mich gespoilert gerade, weil ich einen Guide gucken musste, was ich tun soll. Beim letzten Sprung. Tor der Toten. Hier gibt es nur zwei Level. Also das ist das erste Level und dann gibt es noch ein zweites. HP. Vandalismus. Hier ist aber sonst nichts, oder? Okay, wir haben wirklich nur... Also es ist immer nur auf Level bezogen, was man hat. Gut zu wissen. Das heißt, ich kann die auch ohne Problem verbrauchen. So eine Nahkarte. Also... Ich meine, das ist ganz cool, aber wozu? Ich weiß nicht, irgendein Gebietsinfo 30, ja super, aber 15 pro Ding anscheinend oder so. Laut der Karte, die Vater in Thailand fotografiert hat, ist Thors Hammer hier irgendwo. Nachdem ich Thors Gürtel und sein Handschuh in weit weniger abgelehnten Gegenden der Welt aufgestöbert habe, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich seinen Hammer hier finden werde. Vielleicht ist dieser Ort ja abgelegen, nur dass mir diesmal kein Untertan und Totenwächter das Leben schwer machen. Du hast gesagt, dass alle Artefakte von Untoten beschützt werden. Also halte ich schon für sehr wahrscheinlich, dass hier auch irgendwann mal untote Wächter eingestellt wurden. Also zumindest die ersten. Dass sie einfach vielleicht keinen neuen gesucht haben oder neu gemacht haben. Aber ich denke schon, dass hier mindestens dann die Serienwächter kommen. Okay, hier ist wieder so ein Tor. Das kennen wir schon. Achso, ich muss verschieben, klar. Sieht ja spaßig aus. Hab ja richtig Lust zu. 1000 kleine Boxen einzusammeln. Wuhu. Aber was heißt da einsammeln? Das letzte. Das war doch so klar, dass die hier sind. Punk. Das kann sein, dass keine neuen spawnen. Das wäre natürlich cool. Okay, hier ist ein HP. Und die Ecking sind keine, okay. Die Ecking sind Vandalismus und die Runden sind dann nicht relikte Schätze. Ist da auch mal irgendwas noch? Ne. Lass mal hier runterfahren, verstehe ich. Okay, einfach ein bisschen, weil das mit dem Motorrad geht auch. Wir müssen wahrscheinlich hochfahren und dann wieder runterzufahren. Okay, man kann die auch damit zerstören, indem man sie einfach umfährt. Genau wie mit Granaten. Ich tippe mal, das ist eigentlich wirklich nur runterfahren. Der Rest ist dann wirklich einfach mit dem Hochklettern in der Mitte. Muss nur aufpassen, dass man nicht in die Löcher reinfährt, aber ist ja echt kein Problem. Komplett weggejietet. Okay, ich gucke einfach mal, ob ich irgendwas sehe, aber bisher noch nicht. Achso, das ist auch noch Vandalismus. Ich dachte, da ist vielleicht sogar ein Schatz dabei, aber nein. So, wir machen weiter. Es ist Motorrad, warum? Es bringt einfach in dem Spiel nicht so viel. Hallo. Halle der Gefallenen. Valhalla. Odins Halle, in der sich die gefallenen Krieger auf die letzte Schlacht des Ragnarok vorbereiten. Das ist also das Valgrind, das Tor der Gefallenen. Das Valgrind? Küren, wenn man sie braucht. Sag das nicht so laut. Achso, ich habe es gedacht, es kommen Valkyren angeflogen.
habe gerade gedacht, ich spreng die alle locker weg mit einer Granate, aber Fehlanzeige. Oh Gott. Meine Güte, ey. So, erstmal vandalieren. Puh. Okay, was bist du? Irgend so ein Ding, was ich hier reinpacken soll. Da haben wir noch eins, hier haben wir HP. Ich glaube, es haben wir auch nur ein HP, ne? Und zwei sogar schon. Aber ich muss hier auch eins nehmen gerade, weil ich ganz schön aufs Maul bekomme von den Viechern. Nur Vandalismus. Und der hat gerne mal vandalieren. Oder ich mach's einfach so. Genau. Wir müssen hier die komischen Dinge reinpacken. Kann sein, dass sie jetzt nach und nach dafür runterfahren oder dass die Stangen ausgefahren werden? Das kann nicht sein. Ja, ich glaube, es werden eher Stangen ausgefahren. Dann müssen wir das wahrscheinlich irgendwie pro Ebene machen, weil ich habe über, also oben auch irgendwie schon gesehen, dass wir davon. Moment, das war gar keins, das hier sein. Dass wir da auch noch irgendwas machen konnten. Also welche Dinger aufheben. Okay, es dreht sich. Okay, ist gar nicht so, wie ich das dachte. Da muss ich noch einmal warten. Ich habe halt keine Ahnung, ob hier noch irgendwas an Secrets ist. Oder an Relikten. Wir können ja erstmal eine Runde fahren und gucken. Sieht aber erstmal nicht so aus. Dann würde ich erstmal sagen, egal. Machen wir hier weiter. Okay, es sieht halt so aus, als würden hier wirklich Stangen rausfahren, aber es ist anscheinend irrelevant. Was bist du? Okay. Warum sollte ich das machen wollen? Ich kann natürlich sagen, dass hier irgendein Secret noch drin ist oder so, aber... Gar keine Ahnung. Und hopp. Noch mal eine Runde fahren hier. Da ich direkt ranspringen kann, aber ich wollte es gerade nicht. Weil ich irgendwie nicht bereit dazu war. Das ist ein ganz cooles Rätsel, muss ich sagen. Also es ist halt nicht schwierig oder so, aber ist mal was anderes. Und es ist halt nicht übertrieben schwer oder dass ich das viel denken muss. Also, warum soll ich das drehen? Ich komme doch ganz gut einfach so vorbei. Hallo, ich möchte Vandalismus begehen. Danke, Spiel. Warum soll ich das drehen? Was habe ich davon? Ach Gott, Alter. Es bringt mir einfach nichts, das Ding dreht sich doch komplett. Also was habe ich davon? Ja, ich könnte vielleicht das schneller machen, dass ich hier hochklettere, aber ich hoffe, es ist nicht getimed hier, ansonsten würde ich echt sauer werden. Okay, es gibt noch ein neues Hindernis. Kein großer Fan davon. Funktioniert mal wieder gut, das Spiel. Hing auch schon wieder irgendwie im Boden fest. Warte mal, hier ist das Ding ja schon. Au. Ja, das fand ich gemein. Hier sind einfach
Einfach Secret und HP. Warum? Er ist auf jeden Fall ein sehr komischer Turm hier. Ich kann es nochmal drehen. Ich glaube, hier muss ich sogar drehen, weil ich hier gerade irgendwie nicht sehe, was ich tun soll. Was mache ich hiermit? Ah, okay. Ah, ich weiß, was ich tun soll, glaube ich. Ich muss die alle so ausrichten. Ach Gott, ich hasse mein Leben, ey. Ich muss die alle so ausrichten, dass sie nach vorne zeigen. Hätte vielleicht mal vor drauf kommen können. Au. Aber gut, wenn wir so machen, wir müssen sowieso runter. Außer es gab dann einen schnelleren Weg. Ach, Moment mal. Ah, okay. Hier sind verschiedene Zeichen. Ich muss die einfach hier ausrichten. Weil ich habe gerade die Schlange, glaube ich, und hier ist was anderes. Dann muss die Schlange wahrscheinlich nach hier hinten oder so. Ich habe wahrscheinlich die komplett falsche Richtung genommen. Also nee, hier muss es hin. Also da hätte ich vorher drauf kommen können, dass das so funktioniert. Aber ich habe die Dinge auf dem Boden legit nicht gesehen. Okay, hier ist es auch egal. Hier gibt es ja keinen Schaden mehr. So, dann fallen wir jetzt hier nochmal runter. Nicht so weit, Lara. So weit wollte ich das nicht runter. Wo hat's gespeichert? Ganz oben? Nee, es ist schon das hier wieder an. Das ist gut. Moment mal. Gibt es denn vier davon oder drei? Weil es kann sein, dass ich hier eigentlich schon auf dem richtigen Level bin. Das wirkt nämlich gerade so. Weil das leuchtet hier noch gar nicht. Obwohl, doch, das ist richtig schon. Aber wieso bin ich dann eben gerade so schlecht runtergekommen und... Okay, keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe als vorher, aber so klappt es auf jeden Fall besser. Ich dachte, ich muss sie einfach nur ausrichten, damit ich halt irgendwie da hochkomme, aber das ist ja komplett irrelevant anscheinend. Ja, ich kann nur den drehen oder was? Okay, dann kann es sein, dass ich den anderen doch noch drehen musste. Hm. Ich muss dann mal hoch. Vielleicht. Okay, das ist nicht, wie es ehrlich gesagt erwartet. Ah ne, hier ist das Ding. Okay, und unten ist noch eins. Also ich muss sagen, nach unten ist das cooler. Okay, das hier unten habe ich nie mal gesehen, dass ich das machen muss. Das ist das hier, ne? Perfekt. Dann haben wir es so geschafft. Valhall. Ach, warte mal, hier ist doch noch Secret. Nimm das doch mit. Genau, aber ich würde sagen, wie wir Valhall erkunden, machen wir doch erst beim nächsten Mal. Denn ich würde gerne den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.